Ach, Moment. Das Schiff ist der Verbindungsposten quasi, oder was? Nee. Ich habe mich einfach nur, verguckt. Wie so typisch von mir. Sag mal, wie lange verfolgen einen die denn überhaupt? Was soll das denn überhaupt? Wo kommen die denn alle her? Wo zur Hölle kamen die alle her? Also man pullt ein, man pullt zwei und dann ist da auf einmal noch ein dritter. Hey, das ist nicht normal in diesem Spiel, die Repkosten gehen. So, verzieh dich. Was zum Teufel hat man hier denn bitte schon für eine... sagt man Aggro-Range? Ich weiß es gar nicht. Was hat man hier... Das ist... So, dann werde ich jetzt halt jeden einzelnen... Das ist tschüss. Jeden einzelnen, den ich sehe, mache ich jetzt kaputt. Wobei die Betonung auf einzelnen lag. Ernsthaft. Geht mir das auf den Senkel. Die Mobs bringen einem kaum was, wenn man sie tötet. Bams. Bringen einem ein Gold, wenn man sie tötet. Kaum Erfahrungspunkte. Lohnen sich quasi null, diese Mobs zu killen. Aber du musst sie killen. Das ist natürlich ein Kunststück. Jeden einzelnen verfehlt. Wow. Unentschieden. Stufenaufstieg. Warte mal, jetzt möchte ich mal kurz was nachgucken. 39 habe ich. 39 Erfahrungspunkte. Okay. Und einer, wie viel bringt mir dann einer davon? Gut, jetzt dürfte... Okay. 39. 43. 53 Erfahrungspunkte. Ne, 43. So um die 40 Erfahrungspunkte. Krass. Und bei so viel Erfahrungspunkte, die man braucht, um Level abzukommen, obwohl das geht. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, muss ich wirklich gestehen. Okay, was haben wir hier? Ephoso hat 6 fürs 10 Sekunden lang. Den werde ich hier auf jeden Fall. Ihr erhaltet mehr Heilung, solange diese Fähigkeit ausgerüstet ist. Okay, den werde ich auf jeden Fall nehmen. Cool. Was habe ich denn da gerade bekommen? Ja, ja, den Eisenküras, den kenne ich. Den werde ich hinterher schön verscherbeln. In Reihen. So, tschüss. Mir vergeht die Lust auf euch. Gottverdammte Flitzpiepenköppe. Zur Flanke! Tschüss. Tschüss.
Bock mehr. Geht mir auf den Sack. Alle zusammen. Aber Tango-mäßig. Tschüss. Habe ich hier bekommen? Handgesponnene Handschuhe, leichte Rüstung, okay. Jetzt ernsthaft. Muss ich überhaupt lang? Wo ist das überhaupt? Ach, da vorne, da ist so ein Floß. Da muss ich hin. Ach, hier. Meine Güte. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe alle außer Krenat, Herdon und Mekak befreit. Hattet ihr Glück? Jo. Dann sind wir ja fast fertig. Außer meinem ersten Mat Deregor sind alle raus. Sie halten ihn im Bauch von Helanes Schiff gefangen. Ihr findet die Schlüssel unter Deck. Sucht im hinteren Teil nach Deregor. Jawohl. Ich werde Helane in ihrer Kajüte aufsuchen, um mich für die Gastfreundschaft zu bedanken, die sie meiner Mannschaft hat angedeihen lassen. Kommt hoch, sobald ihr Deregor freigelassen habt. Ihr solltet ihr wirklich auch mal guten Tag sagen. Gute Idee. Gut, tschüss, Sikowski. Hab ich jetzt schon wieder irgendwas gepult? Den roten. Siehst du, da hat schon wieder irgendjemand einen Haufen gepult, wahrscheinlich ohne es zu wollen. So, das muss man sich in diesem Spiel echt angewöhnen, einfach alles kaputt zu machen, was irgendwo rumsteht. Weil wenn du auch nur einen Zentimeter zu nahe kommst, was eigentlich, sagen wir mal, normal ist, bei einer gewissen Range, aber die ist doch schon ziemlich klein hier, scheint mir das Gefühl zu haben, hast du dann auf einmal gleich 30 um dich rum. Jetzt übertrieben gesagt. Na also, geht doch. Tschüssikowski, Mann. Wow. Umgehen! Ja, tschüss. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal gelähmt? Tschüss. So, tschüss, mal gucken, ob das funktioniert hat. Cool, das hat funktioniert. Das muss ich... Ja gut, aber einem gewissen Punkt hat man einfach dann doch etwas... Erfahrung. Im Umgang damit. Meine Güte, siehst du das? Das ist es, da hattest du auf einmal drei Stück. So, ich wusste, ich hatte nicht mal gesehen, dass da irgendwo zwei standen. Und dann hast du da auf einmal gleich drei um dich rum. Ich habe nur einen gesehen. So, wirst irgendwo hingeschubst in der Richtung, aus der du dachtest, du kennst die. Scheißegal. Und dann hast du da einen, dann irgendwo zwei und dann drei. Das geht nicht. Also, gehen tut schon, wie man ja offiziell, wie man ja gesehen hat. Aber... ist doch ein bisschen übertrieben. So, hallo. Die sind dann da einfach gerade respawned. Zu einem wunderbaren Zeitpunkt. Jetzt im Ernst. Ernsthaft.
cool. Nice. Nice. Muss ich jetzt wohl hier lang? Nee, ich glaube, ich muss doch noch weiter unten lang, oder? Ich weiß es nicht. Ja, pass auf, gleich wenn ich rauskomme, steht hier wieder alles voll. Was haben die Mobs eigentlich für einen Respawn-Timer, verdammt? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht ausprobieren. Wer in aller Daedra-Namen seid ihr? Eigentlich hat Larissa mich geschickt, um euch zu retten. Und auch uneigentlich. Ja? Ha! Ich wusste, dass sie davon gekommen ist. Helani sagte zwar, sie hätte sie Kiel holen und erschlagen lassen, aber ich wusste es besser. Man nennt meinen Kapitän nicht umsonst die Gerissene. Befreit mich aus diesen Fesseln und dann hauen wir hier ab. Geht klar. Kapitän Larissa lässt niemanden zurück. Sorgt dafür, dass sie wohlbehalten ist. Natürlich. Ich lass sie auch nicht zurück, auch wenn sie, vor allen Dingen hier sitzen zwei, dann steht da hinten noch einer. Und man kann ja nicht während des Kampfes einfach stehen bleiben. Das geht ja auch nicht. Muss ich ja gerade bei diesem Kampfsystem, wo man sich bewegen muss, kommt man dann ja zwangsweise irgendwo einem anderen Mob zu nahe. Und wenn dann so viele auf einem Haufen stehen. Ihr seid nicht mein... Was habt ihr... Habt ihr mich vergiftet? Ach du meine Güte, Kapitän. Alles okay? Ich zerlege euch wie eine Mastsau. Schneide euch eure Augen raus. Brate euch. Wie ihr es mit meiner Mannschaft getan habt. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Och, sie ist hingefallen. Meine Güte, das war toll. Was habt ihr ihr angetan? Ich? War ich das etwa? Ihr ausgehungertes kleines Kajütenmädchen könnt ihr vielleicht das Getränk vergiftet haben. Wer weiß das schon? Hat es Derigo rausgeschafft? Ja, eigentlich ist mir die Frau auch ziemlich egal. Ja, er ist frei. Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie sich am Strand versammeln soll. Ich werde mich vergewissern, dass es alle rausgeschafft haben. Trefft mich dort und wir klären dann alles. Mit welchem Gift habt ihr sie vergiftet? Oh, das war Yarin-Wurzel. Ein sehr übles Gift hier aus der Gegend. Es wird sie nicht töten, also nicht sofort. Es fängt damit an, zuerst nur ihre Magenwände aufzulösen und greift dann weiter um sich. Ihr lasst Helena hier einfach sterben? Ich würde gerne hierbleiben und dabei zuschauen, aber ich habe leider keine Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr hierbleiben. Eigentlich ist es ihr eigenes Gift. Für Sklaven, die nicht gehorchen wollen. Es gibt ein Gegenmittel in ihrer Kommode, falls ihr ein zu weiches Herz habt. Für Sklaven, die nicht gehorchen wollen. Tschüss. Okay. Für Sklaven, die nicht gehorchen wollen. Benachrichtigung. Nee, wo sind die jetzt? Benachrichtigung. Gildeneinladung und Kontaktanfragen. Wer zum Teufel ist das? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich lasse das erstmal so. Das ist... Wisst ihr, das mache ich auch. Immer so... Prinzipiell. Wow. Prinzipiell. In absolut jedem MMO. Ich schicke einfach jedem, den ich irgendwo sehe, eine Freundschaftseinladung. Jedem. Prinzipiell, scheißegal. Ich kenne den verdammt nochmal nicht. Warum soll ich ihm da irgendeine Freundschaftseinladung... Wieso soll ich da irgendeine Freundschaftseinladung von dem annehmen, wenn ich nicht weiß, wer das ist? So, das ist... Das macht keinen Sinn für mich. In meinen Augen. Aber das macht schon ordentlich Schaden, dieses,
Dieses, wie heißt es? Ja, dieses da eben. Seelenschlingen. Das macht schon ordentlich Damage. Da gibt's nix. Boah, ich merk schon, ich muss gleich wieder niesen. Nein. Die Mobs bringen wenig. Das Risiko zu sterben ist in diesem Spiel sehr hoch. An sich nicht schlecht, dass das Risiko so hoch ist zu sterben. Man muss sich einfach nur erstmal dran gewöhnen. So, das ist glaube ich auch so ein Punkt, weil... gerade als Ranged-DD musst du dich dann ja ein bisschen bewegen, sagen wir es mal so. Und, ja, ich hatte den Punkt ja schon erläutert gehabt. Erläutert ihn. Der Rieche hat die gerissen. Meine Mannschaft ist in Sicherheit und wurde nur ein klein wenig gefoltert. Wenn das mal kein Erfolg ist. Ich habe Helena nicht das Gegenmittel gegeben. Du bist so kaltherzig. Darf ich auch mal sein, ja? Viele Kapitäne, die auf dem Meer hier in der Gegend segeln, werden sich über diese Neuigkeit freuen. Sprechen wir über Gefallen. Ich schulde euch einen großen. Hilft Kapitän Kaleen. Und ich ziehe ihr großes Ding durch. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu besessen vom alten Faharajad. Aber ich mag ihren Stil. Da ich ja ein neues Schiff brauche, sollte das Gold noch nützlich werden. Ich bin dabei. Ich kann das, was ihr für uns getan habt, nicht unbelohnt lassen. Wir sehen uns in der Stadt. Jo. Finde ich geil. Ja, ihr. Cool, neue Rüstung. Was? Nicolin. Hey, was? Ihr da. Ich dachte schon, ich finde euch nie. Ihr seid ja nie lange an einem Ort. Und wie kann ich dir behilflich sein? Ich bin Nicolin. Ich arbeite für Kapitän Kaleen. Sie hat mich losgeschickt, um euch zu finden und zu fragen, ob ihr Glück bei der Rekrutierung für unseren Beutezug hattet. Sieht so aus, als hättet ihr schon neue Freunde gefunden. Jojo. Dann hört mal zu, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben ein Versteck bei den Docks eingerichtet. Kommt dorthin, sobald ihr fertig mit dem Rekrutieren seid. Sucht nach Lambur, draußen vor der Tür. Ich komme zu euch, sobald ich bereit bin. Es gibt drei Leute, die Kapitän Kaleen gerne bei ihrem Beutezug dabei hätte. Lerissa, die Gerissene, Yakan und Neramo. Sie hat mir von ihnen erzählt. Über wen wollt ihr mehr wissen? Erzählt mir von Neramo. Er ist ein brillanter Dwemer-Gelehrter. Also nicht, dass er selbst ein Dwemer wäre, aber er studiert sie. Er ist draußen bei Bzarg und buddelt dort in den Ruinen herum. Gibt es schon Hinweise auf Jakan? Er wurde ins Grab geworfen. Das ist ein Gefängnis unter Oberhaupt Boseks Palast. Er wirft die Leute dort hinein, um sie zu vergessen. Man kommt durch den Tunnel unten am Flussufer hinein, aber passt bloß auf die Fallen auf. Da gibt es viele Fallen. Jojo. Okay, aber zuerst, meine mal ganz kurz was anderes. Hier, die Mannschaft. Doch, den wollte ich, den Sphärensammler. Ich wollte noch eben ganz kurz... Oh. Dwemer-Teil. Okay, das mache ich dann doch lieber nebenbei. Nicolente. Erkundet Bzarg. Betretet Kaleens Versteck, wenn die Mannschaft bereit ist. Gut, ich hole mir dann nochmal eben das Wimmerteil auf dieser komischen Insel da. Bams. So. Ja, oh, egal. Ne? Gut, dass du bist. Du hättest dich schön von hinten anschleichen können. Ich hätte es nicht gemerkt. Gut, dass du so einen Down machen musstest. Das ist krass, was das Entziehen für ein Damage macht. Bams. Dass man selbst suchen muss, ist an sich gar nicht mal so verkehrt. Dwemer-Teil. Hallo.
Untersuchen. Leichnam. Dieser Mann wurde von wilden Tieren getötet. Wow. Nee, eher nicht wo. Ja gut. Nach Bezag begebe ich mich noch. Und dann muss ich auch mal eine Aufnahmepause machen. Wird auch mal Zeit. So. Aber warte mal, ich möchte noch mal eben ganz kurz was ausprobieren. Noch mal eben ganz kurz was gucken. Geht ganz schnell. Denn irgendwie, gefällt mir das so nicht so ganz. Wieso kann ich das denn nicht in. Ich kann im Prinzip in kaiserlichen Stil umwandeln, in kaiserlichen Stil umwandeln. Aber das hier nicht. Warum nicht? Ich will das. Das ist. Ich will das aber. Aber ich will. Ich will das doch nur. Aber das ist doch. Krass. Das sieht echt viel ab. Vardy. Ich dachte schon, ich muss wieder jemanden töten. Ich werde hier noch zum Massenmörder. Er ist ein Massenmörder. Komm her, Pferd. Ich habe dir echt noch keinen vernünftigen Namen gegeben. Ich muss echt am überlegen. Ich muss überlegen. Wie nenne ich denn das Pferd mal? Verdammt, wie soll ich das Pferd nennen? Sagt mir, wie ich das Pferd nennen soll. Und ich tue es. Aber. So, gut, beeilen wir uns mal hier ein bisschen. Komm her. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, wie ich ein Pferd nennen kann. Oder nach einem Namen für ein Pferd, sagen wir es mal so. Aber ich komme irgendwie auf nichts. Ich komme auf nichts Gutes. Was ist das hier? Achso, das ist wahrscheinlich irgendein Banner oder so. Eine Himmelsscherbe? Cool. Ihr habt eine Himmelsscherbe entdeckt. Die sind über den Tamriel versteckt. Wenn ihr drei gesammelt habt, erhaltet euer Charakter einen Fähigkeitspunkt. Hinweise für Fundorte Himmelsscherben könnt ihr in eurem Errungenschaften J nachschlagen. Okay. Gut. Ich werde dann jetzt hier erstmal ein kurzes Päuschen machen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich am Aufnehmen bin. Irgendwie 2 Stunden oder so. Und, yo. Wird Zeit, was zu essen. Folgen zu bearbeiten und so weiter. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, Tag oder Nacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis denn dann.